Okay, ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich werde berichten zu Träumen aus Salz. Das ist mein Doktorarbeitsthema. Ist natürlich ein Thema aus der Chemie. Jetzt geht er. Weil wir hier ja auch auf dem Wissenschaftsforum der Gesellschaft Deutscher Chemikerinnen und Chemiker sind. Und wenn man in der Gesellschaft die Leute nach Chemie fragt, dann ist das meistens nicht ganz so geil, weil dann kriegt man in 80% der Fällen folgende Antwort: habe ich abgewählt. In diesem Sinne herzlichen Glückwunsch. Ihr seid die anderen 20%, die Chemie noch nicht abgewählt haben. Wir können ja auch nicht alle BWL studieren. Woran liegt das? Woran liegt das? Das liegt, denke ich, immer noch nach wie vor daran, dass wir Chemikerinnen und Chemiker ein ganz gutes Nerd-Image haben. Also wir sind nicht sonderlich kommunikationsfreudig etc. Es wurde in den letzten Jahren ein bisschen besser aufgrund der sehr erfolgreichen Fernsehserie Breaking Bad. Ja, wissenschaftlich gut gemacht. Problem ist, dass die Nerds dann rausgefunden haben, dass das Periodensystem auch Buchstaben beinhaltet. Und seitdem treten die Jungs immer so auf, das ist richtig witzig. Wir sind in der Zwischenzeit auf einem ganz gut weichgespülten Niveau angekommen. Also Chemikerinnen und Chemiker stehen den ganzen Tag nur gedankenverloren im Labor herum und betrachten farbige Flüssigkeiten. Meistens ist das grün, weil dann macht man auch noch zeitgleich Green Chemistry. Oder wir schreiben bei alles, was bei 3 nicht auf dem Baum ist, irgendwelche abstrusen Strukturformen. Also zusammengefasst ist das kompletter Bullshit. Die Quintessenz einer chemischen Promotion sieht in etwa so aus. Das sind super spannende Titel wie Cationic Cluster Formation versus Dispropionation of Low and Indium and Gallium Complexes of 22/PB. Ja, also da habe ich auch richtig Lust reinzulesen, wie ihr nicht. Und ich habe mich dann heute mal gefragt, was ist denn so der rote Faden, der sich durch meine Promotion steht und vor allem einer, den wir alle hier verstehen und der ist hier. Ja? Also in meiner Forschung geht es einfach um Salz. Ja, Salz, Salz, Salz und nochmal Salz. Ganz einfach, das verstehen wir alle. Den Salzstreuer haben wir schon gehört. Kann aber auch euer letzter Urlaub am Meer sein oder am Toten Meer. Oder wenn wir in der Chemie über Salz reden, ihr seid jetzt alle Leistungskursschülerinnen und Schüler, deswegen muss ich euch das fast gar nicht erklären. Die Grundbausteine, Kation und Anion, wenn man sich die Vorzeichen merken möchte, die sind quasi gratis in den Anfangsbuchstaben beinhaltet, super Eselsbrücke. Und die wechselwirken eben sehr gerne miteinander. Also nach dem Prinzip Gegensätze ziehen sich an. Ja? Und das machen sie nicht nur monogam, sondern auch polygam. Und dann hat man diese Kugelpackungen. Und die sind der Grund, warum Salze sehr stabil sind. Zum Beispiel thermisch sehr stabil. Einfaches Küchenexperiment. Wir haben so eine Pfanne mit Zucker und mit Salz. Wenn ihr jetzt keine Lust habt, den Geschmackstest zu machen, dann zieht ihr das einfach zu Hause auf den Herd. Der Zucker fängt dann an zu schmelzen bei so 200 Grad und gibt leckeres Karamell. Das Salz macht gar nichts, okay? Also außer euer Herd kommt auf so 800 Grad, ja? Ich denke, wir haben jetzt ein super Niveau. Wir wissen, was Salze sind, aus was Salze aufgebaut sind. Wir nehmen uns jetzt mal einen, so einen Baustein von dem Salz und machen ein bisschen Chemie mit dem. Und da lade ich euch ein zu einer neuen Folge von Pimp My Enemies. Genau richtig. Okay, so we're gonna pimp the fucking shit out of this anion. Wir müssen weitermachen, nur 7 Minuten. Wir starten wieder mit so einem Kation-Anion-Paar und legen jetzt mal das Kation auf die Seite und pimpen dieses Anion, okay? Zwar versetzen wir es mit Gerüstmolekülen und einer Antihaftbeschichtung, ähnlich der einer Teflon-Bratpfanne. Was kommt dabei raus? Anionisches Zentrum, Gerüstmoleküle, Antihaftbeschichtung an der Peripherie. Sieht in der Realität so aus, ja, also anionisches Zentrum, vielfach umgeben von Gerüstmolekülen und das grüne Zeugs, das ist die Antihaftbeschichtung. Dieses Ding, dieses große grüne Anion, ist fett, faul und reaktionsträge. Der Jabba the Hutt, der Anion, okay? Ganz klar. Auf der anderen Seite haben wir noch das Kation, an dem haben wir nichts gemacht, okay? Und das sieht im Vergleich dazu relativ nackt aus. Wir bezeichnen diese Kation wirklich als nackte Kation oder als sexy Kation, ja? Und ich möchte jetzt hier keine Stereotypen bemühen, aber die beiden verstehen sich nicht ganz so gut. Und das sieht man zum Beispiel auch in der Kugelpackung. Das Ganze ist viel asymmetrischer angeordnet als jetzt bei einem normalen Salz, okay? Und da die so weit auf Abstand gehen, können wir uns wirklich chemisch gesehen ganz rein auf die sexy Kationen konzentrieren und mit denen mal ganz spannende Chemie machen. Zum Beispiel setzen wir so ein sexy Kation auf den Pariser Platz. Super, die Abendstimmung hier, ruhig, keine Menschenseele, so kennen wir den Pariser Platz alle nicht. Wir wollen natürlich die Primetime, Samstag, 16 Uhr, sehr heiß, im Sommer 40 Grad, viele Touristen. Und das sexy Kation oder Ryan Gosling fühlt sich jetzt hier nicht ganz so wohl, ja, und geht dann natürlich in das erstbeste Bekleidungsgeschäft seiner Wahl. Da gibt es ja immer so Wühltische,
unten im Eingangsbereich und dann hinter sich zwei Arme voller Socken. Und diese Wendung habt ihr jetzt alle kommen sehen. Aus diesen Socken strickt er ein Sockenkleid. Ja? Also er verknüpft einzelne Socken zu einem Sockenkleid und das nennen wir in der Chemie Polymerisation. Ja? Aus einzelnen Molekülen ein großes Molekül zu machen oder in diesem Fall aus Isobuten, N-Isobuteneinheiten, ein Polyisobuten-Molekül zu machen. Was ist der Job von Ryan hier? Der ist der Katalysator, also der, oder auf Berlinerisch, der ist der strickende Hipster, der eben die einzelnen Socken zu einem Sockenkleid verknüpft, ja? Toll, was kann man damit machen? Ist ja die nächste Frage, die wir uns in der Chemie gerne stellen. Ziemlich viel, also das Molekül, was hierbei rauskommt, das Polyisobuten, ist zum Beispiel die Kaumasse in eurem Kaugummi oder der Klebstoff auf dem Heftpflaster im Post-it, whatsoever. Da man so viel damit machen kann, ja, ist irgendwie klar, diese Synthese gibt es schon ein bisschen länger. Nur wird die in der chemischen Industrie nicht mit sexy Kationen durchgeführt, sondern mit leckeren Chemikalien wie zum Beispiel Bortrifluorid, das ist ein giftiges und toxisches und ätzendes Gas. Es wird durchgeführt bei minus 80 Grad oder wie mancher sagen würde, beyond the wall, herzlichen Glückwunsch. Oder aber in krebserregenden Lösungsmitteln, das ist ganz große Klasse. Mit unseren sexy Kationen, ja, konnten wir natürlich hier erstmal dieses giftige Gas komplett ersetzen. Wir konnten auch die Temperatur von minus 80 auf plus 15 Grad erhöhen. Ja, das ist ein Temperaturunterschied von 95 Grad. Da müsst ihr euch nur mal in die Sauna setzen, dann wisst ihr, was 95 Grad sind. Und wir konnten auch alle krebserregenden Lösungsmittel ersetzen. In diesem Sinne ist das ganz klar ein Innovations-Hattrick. Und ich hoffe, dass ich euch hiermit zeigen konnte, ich weiß nicht, wie wir in der Zeit sind, dass 40. die Bäume aus Salz wahr geworden sind und dass man eben heutzutage nachhaltiger aus einzelnen Socken ein Sockenkleid machen kann, Kunststoffe herstellen kann und bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Martin.